Oh, die Aufführung, die war so klasse und ich habe mich nicht mal vertanzt. Oh, das ist so aufregend. Ich hoffe, ich werde der neue Superstar, weil, wenn bald die nächste Aufführung ist und dann stehe ich vielleicht wieder in der ersten Reihe und vielleicht werde ich ja von irgendjemand entdeckt und vielleicht denkt jemand, oh, die ist ja so cool und vielleicht, ja, vielleicht werde ich der neue Superstar. Hi, Schwester, was machst du da? Was ist denn? Nix, ich, Was, Philly? Ich werde demnächst der neue Superstar, Superstar. Warte, warum wirst du der neue Superstar? Ja, weil die Aufführung mega gut war und... Genau, Aufführung, du weißt ja noch, ne? Ich hab was gut bei dir. Vergiss es. Warte, man wie? Man muss das ja nicht so wörtlich nehmen. Hey, komm, du hast jetzt einmal was... Okay, weißt du was? Dann kann ich ja jetzt rübergehen zu Mama und Papa und mit denen reden. Nein. Okay, halt, stopp. Nein, tu das bitte nicht. Okay. Okay, was willst du? Ach, Felicitas, mein Kissen ist nicht so weich. Könntest du einmal bitte? Du weißt schon, was du dafür machst. Du machst es immer ganz gut. Oder... Felicitas, mein Hals ist irgendwie trocken. Ich hab Durst. Nee, kein Wasser. Ich hätte gern so eine Limonade. Aber nicht nur eine einfache Limonade, sondern eine frisch gepresste Limonade. Und, ach, schau mal hier, meine Playmobil-Sachen hier. Die sind alle so unordentlich. Du könntest doch einfach das Ganze hier in die Kiste räumen. Ich könnte das selber. Ja, natürlich könnte ich das auch selber machen. Philly, ich wüsste da was. Und zwar. Und was? Könntest du doch einfach mein. Zimmer aufräumen. Dein Zimmer aufräumen? Ernsthaft? Ja. Das kannst du doch alleine machen. Ich könnte es alleine machen. Aber ich habe ja noch was gut bei dir. Ach, weißt du ja, was? Okay. Mama! Nein, okay, stopp. Ich mache es. Ich räume dein Zimmer auf. Vielen Dank. Na, dann wollen wir mal. Aber. Vini! Kommst ja? du bitte? Ja, ich komme! Und? Was sagst du? Oh, hier sieht aber ziemlich sauber aus, muss ich sagen. Ja, so lange nicht mehr hast so aus. Hast du doch staubgesaugt tatsächlich? Weil. Ja, habe ich. Wow, also. Ach, und du hast die ganze Playmobil-Sachen auch aufgeräumt. Finde ich ja. Super. Aber ich sehe schon hier tatsächlich meine Fenster. Was ist mit deinen Fenstern? Die sind nicht sauber, also. Hättest du nicht Lust, meine Fenster zu putzen? Nein, natürlich habe ich keine Lust. Na gut, weißt du was? Mama! Nein, Papa. Okay, Mann, ich hab die Tür zu. Oh, ja, ich mache ja schon. Hol mir bitte das Putzzeug. Ja, ich hole dir das Putzzeug. Das Putzzeug ist bei Nils, oder? Ja, das ist bei Nils. Okay. Wo sind die denn jetzt dreckig, bitte? Ach, Philly! Das Putzzeug war übrigens bei Sabine, nicht bei Nils. Ja. Gut, Sam. Vielen Dank. Und achte darauf, dass alles sauber ist. Danke. Oh, du bist echt unmöglich, ey. Ich hasse meinen Bruder. Wieso putzt Mama nicht die Fenster? Das stinkt total. Oh Mann. Und noch die letzte Ecke. Oh Gott, das reicht jetzt aber. Und das andere Fenster. Ich brauche erstmal eine Pause. Und, Philly, wie sieht's aus? Ach, hervorragend machst du das. Wie lange bist du eigentlich jetzt schon dran? Über eine halbe Stunde gerade. Ja, aber machst du super. Aber achte darauf, dass wirklich auch die Ränder ne, gut geputzt sind. Also, da muss alles blitzeblank sein. Finde ich aber super, wie du das machst. Ist das jetzt gerade dein Ernst? Man putzt doch selber diese blöden Fenster, ey. Ja, ich mach ja schon die Ränder mit. Boah, ey, wirklich nie. Ach, Mann, ey. Das ist wirklich das allerletzte Mal, dass ich irgendwas mache, ey. Und auch die Ränder mit. So, die Fenster sind sauber und glänzen und sind blitzeblank. Reicht das jetzt? Ja, nein. Weißt du was, setzt du erstmal hin, Philly. Ja, sitzen ist jetzt. Ja. Nicht schlecht. Weißt du, wie anstrengend das war? Ja, kann ich mir vorstellen. War schon ziemlich anstrengend, oder? Ich bin jetzt für den Rest des Tages echt bedient. Naja, nicht ganz, weil es gibt da noch eine Kleinigkeit. Nein. Du musst, siehst du das Paket da drüben? Ja, was ist denn damit? Das muss verschickt werden.
Ja, dann verschick das doch. Was habe ich denn damit zu tun? Ah, ich habe so einen Krampf im Bein. Ah, mein Bein! Ah, weißt du, ich habe jetzt 4 Stunden lang, muss ich die blöden Fenster putzen. Weißt du, wie meine Arme wehtun? Ach, doch, du kannst also mein Paket nicht wegbringen. Nee! Okay, Mann, hör doch mal auf. Mann. Ganz ehrlich, du bist so fies. Ja, oh, du. Mann, ey. Vergiss mein Paket bitte nicht. Genau. Was ist da denn drin? Sind Ziegelsteine? Ja, könnt ihr hinhauen. Und nicht vergessen, ne? Du musst auch das Geld dafür bezahlen. Das Geld kriegst du dann später. Oder kannst du dir von Nils holen? Sehr witzig, das ist wirklich das Letzte, was ich hier mache. Ja, klar, viel Spaß. Ich habe so einen Krampf im Bein. Oh, Billy, da bist du ja. Ja, da bin ich. Das Paket, das war so schwer. Boah, ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt alles gemacht, was du wolltest. Wie gesagt, ich bin wirklich durch für heute. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Ich muss. Ja, ich muss Moment, Felicitas. Setz dich doch mal. Setz dich doch, komm, Felicitas. Schau mal. Ich gehe ja noch zur Schule, das weißt du. So wie du auch. Ja. Und Mann, kennst du das, wenn der Lehrer dir ganz viele Hausaufgaben aufgibt und du eigentlich nicht hinterherkommst? Ja, das kennen wir alle. Ja. Und kennst du dass ich noch was gut bei meiner Schwester habe? Du hattest was gut. Ja. Und die Hausaufgaben machen sich nicht von alleine. Ich habe noch meine Mathe-Hausaufgaben und meine Deutsch-Hausaufgaben. Die müssten gemacht werden. Ja, dann mach sie doch. Ich dir ganz viel Spaß dabei. Ja, danke. Okay, weißt du was? Dann gehe ich mal kurz mit zu Papa und muss mit Papa reden. Oh, wie oft willst du das noch sagen? Boah, ganz ehrlich, ey. Papa! Nein, okay. Ach, Mann, ey. Ja, also, ist das das Letzte jetzt? Ja, versprochen. Das ist das Letzte. Meine Deutschhausaufgaben und meine Mathehausaufgaben musst du machen. Und dann bist du auch erlöst von dem Tag heute. Aber mir hat's gefallen auf jeden Fall. Ja. Überleg dir das doch mal, wenn du eine Schuld bei Winnie hast. Also überleg dir das mal. Ich merk schon. Das schaffst du schon. Bevor Mama und Papa davon erfahren, dass ich anstatt zur Schule zur Tanzakademie gehe. Bring mir deine Hausaufgaben bitte in mein Zimmer. Das mache ich doch gerne. Ich habe keinen Bock, diese blöden Aufgaben zu machen. Was habe ich denn damit zu tun? Deutsch und vor allem Mathe. Aber immer noch besser, als dass ihr dann Mama und Papa erzählt, dass ich nämlich eigentlich gar nicht zur Schule gehe. Dann kriege ich ja richtig Ärger. Ich habe so Kopfschmerzen und ich will einfach nur schlafen. Oh Gott. Kinder, Essen ist fertig. Oh, endlich, ich habe so Hunger. Ach, hey, Billy. Ich bin jetzt fertig mit deinen blöden Aufgaben. Nicht mehr. Was lachst du denn jetzt so? Was ist denn daran witzig? Ich bin total kaputt. Ich bin K.O. Meine Arme tun weh vom Schleppen, vom Fensterputzen. Ich habe Kopfschmerzen. Also, Billy, dachtest du wirklich, ich würde das Nils und Sabine erzählen, dass du bei der Tanzakademie warst? Das war ein Prank. Hast du mich auf dem Arm? Ist das jetzt dein Ernst? Ich habe den ganzen Tag irgendwelche blöden Aufgaben für dich gemacht, nur aus Spaß? Das ist mir schon bewusst, ja, nur aus Spaß. Du glaubst doch nicht wirklich, ich würde das Mama und Papa erzählen. Also, ich bin schon gemein, aber so gemein nur wiederum auch nicht. Und du hast den ganzen Tag für mich die Aufgaben erledigt. Bist du doof? Boah, du bist echt unmöglich. Denkt jemand, oh, die ist ja so cool und vielleicht, ja, vielleicht werde ich der neue Superstar. Okay, Cut. Hey, Schwester, ich hab doch noch was gut bei dir, ne? Kannst du das bitte einmal aufsetzen? Nein! Das geht zu weit. Ich will ein Benz, ein 500er. Hey! Weil ich in jedem Fall geglänzt. Ich will viel Geld. Okay, alles klar. Vielen Dank. Yeah! Ja? Gut, Saug, hast du überlegt, hier vielleicht Ausbildung anzufangen? Billiger. Okay, jetzt aber. Okay, das reicht jetzt, ich hab jetzt keinen Bock mehr. Das ist ja dieser Teppich, ne? Jedes Mal. Okay, nochmal. Nils! Warte kurz. So, ja, okay, jetzt kann das gehen. Ich schwöre, warum wusste man, ich noch nicht wusste. Ich wusste es einfach genau, dass du das nächste Mal machen. Junge. Philly, wer ist denn das? Warum ist ein alter Mann in meinem
nicht setzen, was... Ja, wieder gestartet. Sag mal. Dieser Teppich, ne? Regt mich so auf. Okay, dann. Okay. Doch, ist Geometrie nicht auch Mathe? Nein, ne? Doch. Doch? Ja? Ich sag Geometrie und Mathe, warte mal. Fail. Ja, ich hab... Hast du mich etwa geprankt? Ja, ich hab dich geprankt. Und weißt du was? Vielen Dank nochmal. Boah, du bist unmöglich. Du, ich hätte damit jetzt auch nicht gerechnet. Das ist jetzt gerade auch für mich irgendwie, ja, ja, schon ein kleiner Schock. Ja, ich bin auch mal gespannt, was die Kinder dazu sagen werden. Hey, Mom. Ah, Moment. Die Kinder sollen das ja noch nicht hören. Moment mal gerade. Ich telefoniere gerade, Schätzchen. Okay, mit wem telefoniert sie bitte? Das klingt ja richtig geheimnisvoll. Du, wenn sie dann erstmal da ist, das wird so anstrengend. Also ich glaube, ich muss mich vorher jetzt nur noch ein bisschen ausruhen. Warte, wer ist da? Warum geht's hier? Das klingt so merkwürdig. Du Mama, sag mal, wann gibt's eigentlich Mittagessen? Ach du, jetzt kommt Winnie. Also ich will jetzt nicht, dass er das so erfährt. Lass uns später weitersprechen. Winnie, ja, Mittagessen. Ich habe noch nichts vorbereitet. Heute ist irgendwie ein total chaotischer Tag. Ja, ich werde jetzt was vorbereiten. Was dürfen wir nicht erfahren? Heute Morgen war sie auch schon so komisch, als ob sie ein Geheimnis vor mir hätte. Dem Ganzen gehe ich jetzt nach. Mama? Was ist mit dem Handy? Nichts. Es ist gar nichts los. Hast du gerade telefoniert, oder? Ja, ich mache jetzt Essen. Wir sehen uns gleich. Ja, wir sehen uns gleich. Warum geht sie denn einfach weg? Mama ist eigentlich nie so drauf und sie hat ihr Handy ganz schnell weggepackt. Hä? Was ist denn los? Was ist denn heute für ein Tag? Plant Mama irgendetwas? Ich muss darüber mit Philly reden. Philly? Wir müssen unbedingt reden. Also, ich glaube, ich mache am besten noch die Tür zu. Was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Geh raus. Philly, schau mal, wir müssen reden. Mama hat irgendetwas vor. Oder wir haben irgendetwas vergessen. Ich weiß nicht, was los ist, aber Mama hat ein Geheimnis vor uns beiden. Mama ist komisch, sagst du? Ja. Ja, okay, das stimmt. Also, irgendwie richtig merkwürdig, oder? Also, eben bin ich da, also, als ich von der Schule nach Hause komme, hört es sich so an, als ob sie über irgendwas spricht, was wir nicht wissen dürfen. Philipp, weißt du was? Komm, setz dich erstmal hin. Wir müssen darüber reden. Also, ich glaube auch wirklich... Also, irgendwas stimmt nicht. Ich habe keine Ahnung. Moment, was ist denn für ein Tag? Heute ist Montag. Ja? Haben wir mal was Geburtstag vergessen? Oder hast du Geburtstag? Nein, du hast nicht Geburtstag. Ich habe auch nicht Geburtstag. Nee. Plant Mama eine Überraschungsparty für uns? Das hört sich auch nicht so an. Das hört sich richtig merkwürdig an. Ja, also, oder? Und ich bin zu ihr gegangen und sie hat das Handy weggepackt. Mama hat das Handy vor mir. Das hat sie noch nie. Was? Und sie hat mir auf die Schulter geklopft und gesagt, ich mache Essen. Mama macht freiwillig Essen. Mama schimpft uns und sagt, ach Mann, ich esse immer so viel und so. Ich bin immer so, ich bin ja auch schwierig beim Essen. Ich will ja nicht, das stimmt. Immer. Also ich fand das merkwürdig. Das hörte sich erstens an, als ob sie über irgendwas redet, was wir nicht wissen dürfen, Punkt 1. Und dann, ich weiß nicht, was hat sie da gefaselt? Irgendwie, ich weiß nicht. Und wo ist eigentlich Papa? Keine Ahnung. Aber mir fällt gerade ein, sie hat irgendwie sowas geredet von wegen irgendwie, wenn sie erstmal da ist. Wenn sie erstmal da ist. Das habe ich nicht verstanden. Also wenn sie erstmal da ist, dann wird es noch stressiger oder irgendwie. Aber wer ist sie? Also erstens, wer ist sie und erstmal da wo? Da bei uns? Also hä? Kriegen wir Besuch? Oder also. Philly, wenn sie erstmal da ist. Ja, und? Also, ich verstehe das nicht. Guck mal. Nein. Doch. Warte. Sie, ein Baby. Ein Mädchen. Denkst du, Mama ist schwanger? Und Mama ist schwanger. Und denkst du, wir kriegen ein Geschwisterlein? Wir kriegen ein Geschwisterlein. Dann bin ich ein großer Bruder. Das ist voll cool. Aber ich meine, also, wenn man schwanger ist, also, das sieht man, also, bei Mama sieht man doch noch nichts, oder? Weißt du was? Wir gehen einfach mal schauen. Aber wir müssen es verstecken, wir müssen es heimlich machen, okay? Wie schon mal, ob man das schon sieht. Gott. Ich bin total aufgeregt. Ich meine, wie soll ich das alles hinkriegen? Das wird kompliziert. Aber jetzt erstmal Mittagessen machen.
Mann, das ist alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt hätten wir nicht schon genug Stress mit unserem Kaffee. Hey Nils, ja. Nee, es gibt noch nicht wieder Neuigkeiten, aber ja, ich denke gerade auch an nichts anderes. Ja, es wird echt kompliziert. Und ja, ich denke auch immer, wie mit 3 Kindern. Vor allem, wie lange wird das dann so anstrengend bleiben? Ja, keine Ahnung, Nils. Nee, keine Neuigkeiten. Wir sehen uns später wieder. Ich hab dir gesagt. Hä, aber, oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben. Mama ist schwanger. Also das war so eindeutig, weil sie hat ja noch irgendwie am Ende, was hat sie gesagt genau? Ja, mit 3 Kinder? Ja, mit Nils, also ich verstehe auch nicht. Ja, sie hat mit Papa gesprochen, hat sie gesagt, 3 Kinder, das ist irgendwie mit 3 Kindern. Und, das ist ja komplett, das ist und, ja eindeutig. Und Papa hat wahrscheinlich gerade einen Kinderwagen oder so kaufen. Das macht Sinn, Papa ist auch heute nicht da. Papa kauft gerade die Babysachen ein. Er kauft schon alles ein. Ja. Und dann werden wir überrascht, aber was machen wir denn jetzt? Also, ich meine, gut, ich freue mich, Bruder, großer Bruder zu werden, aber... Naja. Aber dann bin ich nicht mehr das Lieblingskind. Lass uns erstmal hinsetzen. Ja also. Gut, ich glaube auch. Wir sammeln uns erstmal, oder? Sind ja schon krasse Neuigkeiten. Ja, ein weiteres Kind, aber dann bin ich nicht mehr das Lieblingskind und Mama und Papa schenken keine Aufmerksamkeit mehr. Aber wo will sie denn schlafen? Ich hoffe nicht in meinem Zimmer. Nein, ich teile mir jetzt ganz bestimmt nicht mit einem Baby ein Zimmer, weil da kann ich abends nicht mehr schlafen und auch nicht mehr zocken und so. Boah, das reicht doch schon, dass ich so einen ätzenden Bruder habe. Wie soll das denn werden? Das, ach Gott. Aber Moment mal, auf der anderen Seite? Dann ist ja die ganze Aufmerksamkeit auf unsere neue Schwester dann gerichtet. Und dann fällt es auch nicht auf, wenn ich Schule schwänze und dann stattdessen zur Dancing Academy gehe. Das hat schon seine Vorteile. Ja gut, aber weißt du was? Wenn es ein Schwesterlein mit, ich meine, es wird ja ein Schwesterlein, sie hat ja gesagt, sie, dann wird sie Kiki heißen. Kiki? Oder Kira. Was ist denn Kiki für ein Name? Also Kiki ist doch kein Name. Ja, Kira ist ja noch, was, ja, Kira ist ein schöner Name. Ich weiß nicht, ich finde, Aber du teilst sie mit dir ein Zimmer. Ich werde das Zimmer nicht mit dir teilen. Ich, bist du verrückt? Du teilst sie mit dir ein Zimmer. Also ich bin die Älteste von uns, also ich muss mir mit Sicherheit nicht mit irgendeinem Baby ein Zimmer teilen. Ja, aber ich auch nicht. Ich will abends zocken können noch. Kann ja dann bei Mama und Papa im Schlafzimmer schlafen. Eigentlich eine gute Idee. Ja. Ja, aber es ist ja auch egal, das ist ja nicht unsere Aufgabe, ihr ein Zimmer zu suchen oder so. Aber eine Frage, warum redet Mama nicht mit uns darüber? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Es ist echt merkwürdig, wenn sie das vor uns verheimlichen. Ich meine, spätestens in ein paar Wochen vielleicht, wenn man dann schon was sieht, dann merken wir das ja. Weißt du also, was, das ist auch nicht in Ordnung von Sabine. Wir sollten mit ihr reden, was sagst du? Ja, denke ich auch. Okay, sollen wir sie rufen? Mama! Mama! Kinder, ich bin am Tisch. Na gut. Ihr könnt kommen. Essen ist fertig. Ja, tut mir leid, Kinder. Das Essen ist angebrannt. Heute ist es einfach viel zu viel für mich. Alles ist komplett angebrannt. Ist alles in Ordnung? Das ist der Stress. Mama, weißt du was? In Zukunft können wir dir auch helfen. Ja. Ja, das ist doch mal gut, dass ihr mir helfen wollt. Da musst du auch nicht mehr so viel machen und das auch vor allem praktisch. Vor allem nicht tragen. Ja, nicht tragen. Das ist nicht gut, glaube ich. Vor allem noch, wenn, ja, du weißt ja nicht. Also nach dem Einkaufen sagst du Bescheid, dann können wir dann. Ja, können wir dir helfen. Und ja. Und bücken ist auch nicht so, glaube ich. Was ist bei euch los? Und am besten legst du dich auch immer hin und ruhst dich immer aus. Wir sind ja da. Papa ist ja gerade einkaufen, oder? Nein, Papa ist bei uns im Café. Der muss das alleine stemmen, weil ich alle Vorbereitungen treffe. Papa muss noch mehr arbeiten. Papa muss noch mehr. Noch mehr? Ja, dann ist... Ja, der muss ja auch bald mehr Geld verdienen. Ja. Wir sind dann ja noch eine Person. Was redet ihr denn da? Was ist denn los? Nix, Mama, alles gut. Aber warum? Wir sind nicht mit uns auf dem Café. Wieso hast Mama, du das Essen ich bin auch dein Lieblingskind, oder? Ich weiß nicht, was los jetzt. Ich meine, ich habe schon einen stressigen Tag hinter mir. Was ist denn jetzt los? Was wollt ihr? Wir können uns doch Pizza bestellen. Ich hab's jetzt einfach nicht hinbekommen. Pizza? Ja. Ja, das ist wegen Heißhunger, weißt du? Mama, warum sagst du uns nicht, dass du schwanger bist? Was? Ich soll schwanger sein? Dass wir noch ein Geschwisterchen kriegen. Ja, genau. Ja, wir haben das gehört, wie du telefoniert hast. Und du hast dein Handy bei uns heimlich versteckt. Wir haben das alles mitbekommen. Ja. Oh, Kinder. Dass sie bald kommen wird. Ja, sie. Es geht um Oma. Oma hat
sich groß angekündigt. Die will hier wochenlang bei uns bleiben. Die Wohnung von Oma wurde kurzfristig gekündigt. Und bis Oma eine neue Wohnung hat, will die bei uns einziehen. Das ist sie. Ich bin nicht schwanger, Kinder. Sieht man ja wohl, dass ich nicht schwanger bin. Aber es wird so ein Stress. Ich muss jetzt ein Zimmer für Oma organisieren hier bei uns. Und ihr wisst, Oma ist keine einfache Person. Also wir hätten ja schon ein Zimmer, wo Oma bleiben kann. Nein. Billy, Oma bleibt bei dir. Ihr dachtet, ich wäre schwanger? Das hat Billy... Bin ich dick geworden? Nein, das hat Billy gesagt. Das hab ich nicht gedacht. Nein, aber, Kinder, es geht um Oma. Ja, weißt du was, aber... Oma, komm. Ja, weißt du was, Mama, da kannst du dich um Oma kümmern. Du machst ja schon alles. Jetzt wollen die mir auf einmal nicht mehr helfen? Typisch. Ich muss darüber mit Philly reden. Darf ich mit Philly darüber reden? Okay. Okay, so. Machen. Mama, ich muss eins sagen. Du kannst ganz schön gut kochen. Das ist mein Lieblingsessen, also. Nichts mit nichts. Ja. Photosynthese. Was? Nichts. Cringe. Sollen wir sie rufen? Mama! Das Wetter heute schön. Nein, ist das etwa Oma da drüben? Ach, das ist Omi. Billy, warte auf mich, die Oma kommt zu Besuch. Warte, ich nehme das mal an. Ach, der große Billy, dann bist du groß geworden. Ja, Omi, und schick siehst du aus, ja. Ja, du weißt ja, ich bin jung geblieben. Ja, ein bisschen extravagant, aber gut, Omi. Ich sehe schon, dein Kopf ist richtig schwer. Bestimmt hast du wieder ganz viel Zeug mitgebracht, oder? Kennst du mich doch. Ja, komm, lass mich mal mit rein. Ja, ich trage dir mal den Koffer hoch. Deine Eltern wollen mir ja keinen Schlüssel für euer Haus geben. Ja, das weiß ich. Ach, Oma, freut mich, dass du auf jeden Fall hier bist. Du hast auch schönes Wetter mitgebracht, muss man sagen. Wie sieht's hier denn aus? Ja. Kriegen Sabine und Nils das nicht hin, das hier ordentlich zu halten? Und du bist so ganz alleine zu Hause hier? Ja, ich bin jetzt gerade ganz alleine. Sabine? Nee. Nils? Nö. Ist niemand da? Nö, die sind wahrscheinlich... Bist du... Der Kleine ist ganz alleine, Mensch. Oma kocht dir was. Ja, machst du das, Oma? Ja. Vielen Dank. Hoffentlich. Ja, die Küche. Ich freue mich, dass Oma wieder hier ist. Ich meine, ihr Kleidungsstil ist ein bisschen auffällig, aber das ist nicht so schlimm. Oma ist immer ganz nett. Was soll ich denn jetzt spontan kochen? Die haben wieder nichts da. Kein Gemüse da, kein Reis, keine Nudeln, keine Kartoffeln. Jetzt muss Oma wieder improvisieren für die Kinder. Was koche ich denn jetzt? Milchreis, das mögen die immer. Ach, Reis ist ja nicht da. Pudding? Gut, dass ich so kreativ bin. So. Das Einzige, was sie hier im Haus haben, sind Bohnen und Erbsen. Ja, dann gibt's wohl einen Bohnen-Erbsen-Eintopf. Den mögen die Kinder doch so gerne, wenn ich den koche. Da hat die Oma doch wohl wieder was Gutes gezaubert, ne? Ja, Omi. Schmeckt's euch? Ich hab jetzt 3 Liter davon gekocht. Also kann euch noch was nachnehmen. Jetzt erstmal, ich bin schon ganz satt. Ja. Wie kann lecker in diesem Haushalt eigentlich nichts da sein? Sabine und Nils, die haben hier auch nichts unter Kontrolle, eure Eltern. Tut mir so leid für euch. Ja, bin ich auch, Omi. Ja, danke. Ja. Also jetzt genau. Erstmal, jetzt hört erstmal zu. Also, oder erzählt mir erstmal. Ich höre jetzt erstmal zu. Ja, Omi, also. Was gibt's Neues bei meinen beiden Kleinen? Ihr seid beide so groß geworden. Ja, danke, Omi. Ja. Wir gehen halt beide zur Schule. Und dann kommen wir nach Hause und ich spiele noch nebenbei Fußball und dann spiele ich noch an der Playstation Spiele. Aber Mama und Papa lassen mich nicht mal so lange spielen. Wie? Was? Ja. Wenn du das gerne machst, wenn das was ist, was du gerne machst, warum verbieten die das denn? Ja, die verbieten es mir nicht, aber ich darf nur 1 Stunde am Tag spielen. Oh. Weil wenn Oma da ist, ab jetzt darfst du 2 Stunden pro Tag spielen. Okay, das wird unseren Eltern nicht gefallen, aber gut. Also, Omi hat gesagt, ich darf. Also, wenn Oma darf ist, dann darf der Kleine 2 Stunden spielen. Und brauchst du eigentlich noch irgendwas Neues? Mal ein paar Spiele, ein paar Controller, ja, irgendwas? Oder wie diese Datteldinger da heißen? Ja, genau, mein Controller. Nee, er hat schon genug in seinem Zimmer, aber ich Nein, mein Controller ist kaputt gegangen. Schuhe. Was ist denn Schuhe? Ja. Ich mach nur einen Controller an. Ach, Kinder.
Ihr wisst, Oma ist jetzt da und Oma kümmert sich um alles. Ja. Ach so, apropos, wo ist mein Koffer? Hol mir mal den Koffer, Willi. Ich hol deinen Koffer, Omi. Ja. Ja, Omi, was hast du denn da alles drin? Das ist ein schwer. Oma packt jetzt erstmal aus. Also. Ja, Omi, also, jetzt bin ich gespannt. Ach, jetzt klemmt der wieder, dieser. Ach, hilft der Oma nochmal. Ja, ich hätte ja. So. Ah, was hast du denn dabei? So, das habe ich für dich mitgebracht. Was? Die ganze Packung Chips? Felicitas, das habe ich für dich mitgebracht. Ja, so, das magst du doch mal. Ja, das mag ich sehr, sehr gerne. So, und dann wollte ich mit euch heute Abend einen Filmabend machen mit diesem Netflix. Ja, das können wir machen. Da habe ich diesen Popcorn einmal mit. Cool, Popcorn. Und das ist doch für dich, Liebes. Ja, der Rest ist ja bei meine Klamotten. Genau. So. So, Omi, vielen Dank für die Süßigkeiten. So, und jetzt sagt mir mal, was ihr alles haben wollt. Oma geht in die Stadt. Ich gehe ein bisschen shoppen und ich kaufe euch das alles. Ihr habt das verdient. Also, Oma gibt einen aus. Was, du gehst shoppen? Eigentlich sollte ich das nicht aus dem Oma, ich brauche nur einen neuen Controller. Oh, danke, Oma. Das ist ja nett. Und du gehst shoppen, hab ich gehört. Cool. Kann ich vielleicht mitkommen? Ja, du kannst auch mitkommen, gerne. Wir machen uns einen richtig schönen Mädelsnachmittag. Cool. Hausaufgaben können warten. Das gefällt mir. Cool, ich komme auf jeden Fall mit, denn ich brauche noch ein paar weiße Sneaker. Oh nein. Sag bloß, Oma ist schon da. Ich dachte, die kommt erst in 2 Tagen. Oh nein. Oma? Mutti? Boah, die hat schon total Chaos verbreitet. Endlich bin ich auch dazu gekommen, einzukaufen. Und ach nein, jetzt geht das wieder los. Literweise hier schon wieder von diesem Eintopf. Warum macht die das immer? Das will doch keiner essen. Wo sind die denn eigentlich? Wo sind denn die Kinder? Felicitas, ich bin wieder da. Papa, nee. Sie ist ja gar nicht da. Papa ist noch im Café. Sie ist nicht da. Wo ist denn Winnie? Ist Winnie jetzt auch nicht da? Oma ist nicht da. Winnie ist nicht da. Ja doch. Hallo. Ach, du bist ja da, Schätzchen. Ja. Wo sind denn alle? Oh, hey Mama. Was hast du denn da alles? Ja, Oma hat mir Süßigkeiten mitgebracht. Ach, ich hab ihr das schon so oft gesagt, das ist doch nicht gesund. Das ist nicht gesund. Ich meine, ihr kriegt ja ab und zu von uns Süßigkeiten. Das hat mir Omi mitgebracht und was Omi mir mitbringt, gehört auch mir. Und wie lange spielst du eigentlich schon hier? Schon 2 Stunden. Du weißt genau, dass du jeden Tag nur 1 Stunde spielen sollst. Du kennst unsere Regeln. Ich kenn eure Regeln. Papa ist der Meinung und... Ich bin auch der Meinung. Ich kenne eine Stunde Regeln, pro Tag. Aber ihr kennt Omis Regeln nicht. Omi hat gesagt, ich darf 2 Stunden spielen. Oh, die bringt alles durcheinander, diese Frau. Ich weiß, warum ich so panisch war. Und weißt du was? Weißt du, wo die beiden gerade sind? Wo? Die sind gerade shoppen. Und Omi bringt mir einen neuen Controller mit. Den solltest du dir zum nächsten Weihnachten wünschen. Ja, aber Omi hat gesagt, brauchst du irgendetwas? Hab ich gesagt, einen Controller. Und sie meint, okay, Omi, besorgt einen. Immer Chaos, immer Chaos. Also, jetzt wird ausgemacht. Ja, gut. Es wird jetzt nicht... Also, hör mal zu. Wer hat dir was zu sagen? Omi! Nein! Natürlich! Mama und Papa haben was zu sagen! Ja, aber Moment mal. Omi ist doch ihre Mama. Also, das macht irgendwie keinen Sinn. Hey, Nils. Ich bin Sabine. Du glaubst nicht, was passiert ist. Nein. Nein! Oma ist schon da. Und wie immer hat sie schon totales Chaos verbreitet. Die Teller stehen noch auf dem Tisch, die ganze Küche ist durcheinander. Die hat schon wieder Eintopf für 3 Tage gekocht. Das Schlimmste ist, sie ist shoppen und hat unseren Kindern erlaubt, länger zu zocken. Ich meine, wir sind doch die Eltern. Wie? Okay, was ist da los im Café? Ja, ich komme. Oh, ich gebe es gleich. Jetzt muss ich auch noch wieder los ins Café. Los ins Café. Willi, ich komme später wieder. Ich muss noch mal ins Café zu Papa. Ach, Mann. Ja, gut, dann geht sie halt wieder ins Café. Mann, wieso stellt sich Mama immer so an? Omi ist doch voll lieb. Sie bringt uns immer Süßigkeiten mit und dann kocht sie noch für uns. Okay, ich meine, das Essen war heute zwar sehr versalzen, aber Omi meint es ja nur gut. Und Omi ist immer super freundlich und sie ist jetzt mit Philly spazieren oder einkaufen gegangen, was auch cool ist, weil dadurch habe ich meine Ruhe und kann in Ruhe zocken. Und ja, eigentlich ist Omi immer ganz supi nett.
Ups, Vorsicht, Oma. Das war aber wirklich ein schöner Ausflug. Ja, das war wirklich toll. Bei euch in der Stadt, da sind so schnuckelige kleine Läden, da kann man richtig schön bummeln. Ja, ne? Lass uns das die Tage noch mal wieder machen. Du hast ja ein paar schöne Sachen gefunden. Oh ja, ja, das können wir gerne wieder machen. So, für den Kleinen haben wir ja auch was mitgebracht. Winnie, ach, da bist du ja schon. Schön. Also, ich hab dir so einen Controller gekauft. Ich dachte mir, so ein Laptop, das wäre doch was für dich. Du kannst auch mal ein bisschen am Computer spielen. Laptop? Da kann man auch für die Schule kann man ein bisschen... ein bisschen was für die Schule auch dran machen, ein bisschen recherchieren. Also das wird Mama und Papa wirklich gar nicht gefallen, aber ist ja egal. So, meine beiden. Also, was haltet ihr von unserem Filmabend jetzt? Ja, ich freue mich. Gerne. Aber Winnie, guck mal bitte. Ich habe neue Schuhe. Guck. Ja, du, oh, super, die Sneaker, neue Sneaker. Ja, und die sind limitiert. Meine Lieblingsfarbe. Ja, limitiert. Weißt du, wie teuer die war? Du, will ich gar nicht wissen. Habe ich gerne gemacht für euch beiden. Ich meine, wir sehen uns ja nicht so oft und jetzt, wo Oma hier eine Weile ist, da kann ich euch auch mal ein bisschen was Gutes tun. Und gerade wenn eure Eltern, ich sehe das ja, die sind ja, ja. Also. Und wir gehen nochmal zusammen shoppen. Ja, mach das, ich habe ein Gaming-Laptop. Auch mitkommen, also. Ja, muss ich. Nee, nee, genug. Ja, ich muss meine Hausaufgaben hier drauf machen. Aber heute werden keine Hausaufgaben mehr gemacht. Jetzt geht's ich los. Ich suche schon mal einen Film raus. Ja. Unser Filmabend startet. Ja, ich komme mit. Ja, und hier noch das Popcorn. Da habt ihr ja eine Komödie ausgesucht. Das ist ja unterhaltsam. Gib mal der Oma was für Popcorn. Ja, ich gebe einen. Einen? Ja. Ah, Oma, die sieht aus wie du. Hier gibt auch so einen Hut. Guck mal, da ist ein Hund, der sieht aus wie du. Wieso heißt denn der Hund René? Weiß das jemand? Schöner Name aber, René. Omi, was machen wir morgen eigentlich? Also, ich wollte es euch eigentlich erst später sagen, aber morgen geht's im Freizeitpark. Oh. Was? Ich lade euch beide ein. Ja, aber Moment, morgen ist Freitag, Philly. Ach so. Du weißt, was morgen ist. Was ist denn am Freitag? Ja, sag du es, ja. Ja, da müssen wir unsere Zimmer aufräumen. Wer sagt das? Ja, Mama und Papa. Aha. Quatsch. Wir fahren trotzdem, Leute. Was? Natürlich. Aber Oma, aber... Sollen doch Sabine und Nils selber die Zimmer mal sauber machen? Habt ihr nicht mal gesehen, wie unordentlich es in der Küche ist? Ja, Oma. Die sollen selber mal ein bisschen putzen. Wir fahren in den Freizeitpark. Ich miete uns ein Auto und dann fahren wir da zusammen hin. Omi, du bist echt die Beste. Aber Omi, kannst du das Mama und Papa sagen? Weil... Oh ja. Ich schick denen eine SMS. Super, Omi, ich freue mich. Ach man, das wird der große Tag meines Lebens. Freizeitpark. Bibi, das habe ich für dich mitgebracht. Bibi? Und. Nee, ich will Feli oder Felicitas. Achso, Bibi bist du, ne? Ja, nochmal. Und du gehst shoppen, hab ich gehört. Das ist rausgefallen nochmal. Blicker, blicker, blicker. Bibi! Auf dich irgendwie. Hallo, ich weiß gar nicht, was sie hat. Warum ist die Sind Sie da hinten bitte einmal ruhig? Ach, nimm schon? Mhm. Ach so, sag das doch. Man hört das gar nicht mehr. Ich hab das Piepen gehört. Ach so, okay. Ich film schon, Claudia, ne? Die Kamera läuft schon, Claudia. Okay, ne? Einen Moment. Supi. Sagt man das? Mann, war das heute wieder stressig im Café. Ach, hallo, Schwiegermutter. Wir sehen uns ja jetzt auch endlich mal. Schön, dass du hier bist. Ach ja, der gute Herr Nils lässt sich hier auch mal blicken. Komm mal her, ich hab mal mit dir zu reden. Oh mein Gott, was will die denn jetzt noch schon wieder? Naja. Moment mal, was ist das denn bitte schön? Du bist 3 Tage hier und schon steht dir dein ganzer Tinne. Was soll das denn heißen? Ich hab halt ein bisschen gehält also, und gesteckt und mir die Zeit vertrieben. Ja, schön und also, gut, aber das darf auch gerne verstaut Sachen. Werden. Wir haben hier eine gewisse Ordnung im Haus und die würde ich auch gerne wir beibehalten. Wir haben eine Ordnung, ja. Da sind wir direkt beim Thema, Nils. Also,
Hier sieht's ja aus. So ein Chaos bei euch. Ich bin hier reingekommen. Hallo. Die Küche ist unordentlich. Alles ist unordentlich. Streiten. Also, ein bisschen muss man ja auch so ein bisschen locker sein. Außerdem, das liegt hauptsächlich an den Kindern, wenn die da mal wieder eine Kaffeetasse liegen lassen. Jetzt sind's wieder die Kinder. So, da sind wir auch direkt beim Thema. Nils? Die ja, Oma, sag sie. Zwei Stunden am Tag zocken? Das habe ich jetzt festgelegt. Moment, was hast du denn da? Genau so, Oma, sag sie. Das sind immer noch unsere Kinder und eine Stunde ist doch wohl mehr als genug. Schließlich müssen die noch Hausaufgaben machen und die wollen ja schließlich irgendwann auch unser Café übernehmen. Und das geht natürlich auch nur, wenn die etwas Zeit haben, die um da auszuhelfen. Die brauchen ihre Freiheit und da wird jetzt, die können jetzt mehr spielen. Ich habe dem Vincent auch einen neuen Gaming-Controller gekauft. Oma, macht richtig rund. Was? Dann wird er ja noch mehr spielen wollen, wenn er das kriegt. Dem darfst du doch das nicht alles hinterher. Ich bin die Oma und ich habe das einfach gekauft und ich habe ihm auch versprochen, wir gehen die Tage noch mal ein bisschen in die Stadt, noch ein bisschen shoppen. Da kann er sich noch mal ein paar Spiele aussuchen. Noch mehr Sachen? Also... Ja. Ihr seid viel zu streng mit euren Kindern. Bla bla bla. Also es ist doch wichtig, dass wir als Eltern eine vernünftige Erziehung haben. So, du als Oma, du kannst dir natürlich ganz viele Sachen kaufen, aber wir müssen uns darum kümmern, dass die Kinder gut erzogen werden. Das ist eine vernünftige Erziehung, dass die auch mal ein bisschen das machen können, wo sie für brennen, wo sie Spaß dran haben. Ihr immer mit eurem Blick nur aufs Café. So ein Quatsch. Ja, irgendwer muss dann schließlich hier auch das Geld verdienen. Außerdem ist das Café unsere große Leidenschaft und natürlich später auch von den Kindern. Also, und außerdem, was das Wichtigste überhaupt ist, ist schließlich die Schule. Und da hat der Vincent, der Winnie, hat letztens einfach eine schlechte Note mit nach Hause gebracht. Und das geht so nicht, weil auch wenn die unser Café irgendwann übernehmen, die müssen ja trotzdem gute Noten haben. Und das geht natürlich nicht mit der ganzen Note. Jetzt machen wir mal Heilplan. Also, warum bringt ihr das schlechte Noten nach Hause? Ja, weil er nur am Zocken ist, weil du ihm Sachen kaufst. Chaos und ihr seid nur mit euren Gedanken im Café. Ja, das Café ist nun mal auch das Richtige. Genau, das macht den Kindern auch am meisten Spaß. Ich sage immer, Café und dann Schule. Oder umgekehrt, aber die beiden Sachen. Und kein Daddeln. Nils, die Kinder, die müssen ihre eigenen Interessen entwickeln. Es geht nicht einfach nur Café und immer nur Schule. Die müssen auch mal gucken, was sie interessiert. Schule und Café reicht doch als Interesse. Ich meine... Ich weiß es, ich bin halt immer noch topmodern. Oma sagt, ich weiß, ja, Oma, naja, modern würde ich jetzt nicht so sagen. Du willst mir was über die Jugend von heute erzählen, also da ist doch wieder der Zug abgefahren. Wir als Eltern, wir sind cool. Guck mal hier, ich habe hier so ein, Crew-Mate-Pullover. Also, auch wenn ich Computerspiele nicht gut finde, der Pullover, den finde ich ganz schon ganz schick, aber... Jetzt, du hast keine Ahnung. Und der Vincent, der spielt halt gerne und das interessiert ihn. Ich habe ihn beobachtet, der lacht da richtig, der hat da richtig Spaß dran. Im Café hat er auch viel zu lachen. Nee, und du willst ihm das einfach alles nur verbieten. Jetzt, wo die Oma hier ist, weht hier mal ein bisschen anderer Wind. Und hör mal, Nils, ein Thema habe ich da noch. Die Kinder was brauchen... Was kommt denn jetzt schon wieder? Die brauchen größere Zimmer. Größere Zimmer? Die Zimmer, die sind schon riesig. Die haben doch alles, was sie brauchen. Das sind Teenager. Ja, und deswegen haben die ein großes Kinderzimmer. Das ist doch wohl mehr als genug. Mehr als ich früher hatte. Ja, mehr als ich früher hatte auch. Aber die Jugend von heute, das ist alles ein bisschen was anderes. Die Jugend von heute, die Jugend von heute. Reicht mir aber mal. Weißt du was? Hat dir etwa der Winnie diese Flausen in den Kopf gesetzt? Also ich habe das Gefühl, du erzählst gerade nur die ganze Zeit das, was er dir eigentlich so in den Kopf gesetzt hat. Aber das werde ich jetzt mit ihm auch mal schön aussprechen. Ich versuche einfach nur, die Interessen der Kinder durchzusetzen. Nein, schon. Oh, Papa, komm. Ganz ruhig, Nils. Ganz ruhig. Winnie? Winnie, pack mal bitte das Laptop weg. Also, wir müssen jetzt aber mal wirklich uns ernsthaft unterhalten. Das Laptop, Papa? Also, ich habe gerade mit der Oma gesprochen und die kam auf einmal zu mir mit neuem Computer für dich, neues Laptop, neuen Controller, shoppen gehen, mehr daddeln. Ja, ich aber nicht. Weil das führt doch zu nichts. Du musst in die Schule gehen, du musst für die Schule lernen und du musst beim Café aushelfen. Und all diese Sachen, die Oma da vorgeschlagen hat, ich habe das Gefühl, die kommen alle von dir. Du hast ja, glaube ich, ganz schön viele Flausen in den Kopf gesetzt. Hey, die kommen gar nicht von mir. Das stimmt doch gar nicht, Oma. Natürlich. Was habe ich denn damit zu tun, dass Oma einfach cooler als ihr seid? Zufälligerweise sind das alles Sachen, die du unbedingt willst. Nein, und das stimmt so. Ein größeres Zimmer darf es dann auch noch sein für den Jungen her. Ich habe auch noch ein größeres Zimmer. Nein, darfst du nicht. Aber das wollte die Oma unbedingt. Aber das wird die doch wohl nicht von sich aus alles im Kopf haben. Doch, zufälligerweise, Papa, weiß sie, welcher neue Controller cool ist und welches Spiel angesagt ist. Ja, du Papa, aber das lag daran, dass sie mit Zoe in der Stadt war, nicht wegen mir. Ja, schön und gut, aber ich habe das Gefühl, das ist trotzdem alles auf deinem Mist gewachsen. Nein, das stimmt nicht. Papa, Oma ist halt cool. Du und Mama seid halt alt. Ja, und wir sind auch cool. Nein, wir sind alt. Noch viel cooler. Ihr seid nicht modern. Also, das stimmt jetzt aber nicht. Weißt du was, Winnie? Also, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir haben eine sehr gute Regel hier gehabt, dass du eine Stunde am Tag daddeln darfst und dabei
bleibt es auch. Und diesen... Mein Laptop! Diesen Laptop, der sieht ja auch ganz schön aus. Den werde ich jetzt erstmal nehmen. Papa, das ist meiner! Wir teilen uns den. Du darfst ihn eine Stunde haben. Papa, willst du denn spielen Minecraft oder was? Kannst du nicht mal zocken? Ich schau mal. Schau mal, du kannst ihn nicht mal aufmachen. Der geht ja gar nicht auf, ist ja kaputt. Oh, Papa, du bist so peinlich. Egal, das tun wir. Ja, weil ich geh einfach. Tschüssi. So, wie geht denn das blöde Teil jetzt auf? Hallo Oma, da bist du ja schon wieder. Ja, ich habe jetzt erstmal das Laptop von dem Bini einkassiert. Weil was kassierst du denn? Die hat jetzt lange genug damit gedaddelt. Das habe ich dem Bini doch geschenkt. Finger weg. Das gehört jetzt der Familie, also jetzt gerade erstmal mir. Apropos, also da habe ich auch noch mal ein Thema. Wie sieht's denn hier eigentlich aus in der Küche? Ich habe hier sauber gemacht und jetzt herrscht hier schon wieder ein Chaos. Ja. Ich bin dafür, dass wir jetzt mal einen Haushalts- und Putzplan einführen. Einen Putzplan, eigentlich haben wir den hier schon, weil jeder putzt mal und wenn die Kinder sich da mal ein bisschen mehr dran beteiligen würden, dann wäre das immer tipptopp aus. Ist wieder typisch. Die Kinder sollen sich daran beteiligen. Ja, die sollen sich darauf konzentrieren, Kinder zu sein. Die sollen mal schön ein bisschen sich mit Freunden treffen, Freizeit, ja, könnt ihr doch Spaß haben. Kaffee und Sabine und du könnt euch das schön untereinander aufhören. Und ich greife euch da auch ein bisschen unter die Arme, jetzt wo ich hier bin. Aber die Kinder lassen wir da mal ganz schön raus. Ja, das sehe ich aber anders. Aber weißt du was, das wird mir jetzt hier wieder alles so bunt. Ich gehe ins Café, da habe ich wenigstens meine Ruhe. Zumindest mehr Ruhe als hier. Das sieht dir ja ähnlich, jetzt wegzugehen. Na toll. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich rufe jetzt erstmal Sabine an. Ja, hallo. Also ich wollte nur kurz sagen, ich komme jetzt wieder zurück ins Café, auch wenn viel los ist. Da ist auf jeden Fall mehr Ruhe. Hier zu Hause ist nur Chaos. Deine Mutter, die hat hier einen Laptop gekauft und stellt hier alles auf den Kopf. Also hier geht's runter und rüber. Na sag mal, Nils und Oma, könnt ihr nicht ein bisschen leiser sein? Ich möchte in Ruhe zocken. Ja, das was sieht denn? Ja hier aus wie bei... Also... Darf man wie bei Hempels unterm Sofa sagen? Mit der Schulnote. Vincent hat in letzter Zeit auch ein paar schlechte Noten mit nach Hause gebracht. Jetzt mach mal halblang. Oder viertellang wird auch schon reichen. Aua, mit wem dreh ich hier? Wie wir einfach immer die ganzen guten Ostwestfälischen und Vini! Der ist von diesem Computerspiel. Und jetzt, wo die Oma hier ist, da weht mal ein anderer Wind. Im Kaffee hat sie auch nicht zu lachen. Oma, nerv mich nicht. Euch geht's gar nicht gut. Jetzt reicht's mir aber mal! Also komm, Papa, dreh durch. Also? Das war alles. Claudio, benimm dich. Papa, guck dir mal deine Haare an. Guck, diesen Schlepptop. Das hab ich dem Billy geschenkt. Soll ich dir das geben, oder? Sabine, was ist denn jetzt los? Ihr seid doch vor 10 Minuten erst in den Urlaub gefahren. Also da könnt ihr doch erstmal jetzt ein bisschen die Füße hochlegen und entspannen. Ja, hier im Café ist doch alles gut. Also ich bin jetzt gerade zwar zu Hause, aber das Café, das läuft doch von alleine. Also mach dir da keine Sorgen. Du kannst wirklich mir da vertrauen. Fahr jetzt ruhig in den Urlaub, genieß die Zeit. Grüß auch Vinny und Felicitas von mir. Ihr drei, ihr habt bestimmt eine schöne Zeit und... Ja, ich wäre auch gern dabei gewesen, aber irgendjemand muss hier ja den Laden am Laufen halten. Und beim nächsten Mal, da sind wir alle zu viert dabei. Weil, weißt du was? Ich habe mir da was überlegt.
Und ich will nicht zu viel verraten, aber ich habe eine Überraschung für dich. Und wenn das alles funktioniert, dann werden wir in Zukunft auch etwas mehr Zeit haben, um zwischendurch mal das Café liegen zu lassen und dann zusammen in den Urlaub zu fahren. Und, ja, nein, alles gut, mach dir keine Sorgen. Weißt du was, genieß jetzt erstmal die Zeit und ruf mich bitte nicht alle 10 Minuten an, weil dann kannst du ja auch den Urlaub nicht genießen, okay? Weißt du was, also wir kriegen das schon hin und genieß jetzt erstmal die Zeit. Bis dann, tschüss. Ach, das ist mal wieder so typisch von Sabina. Also da ist sie schon im Urlaub und denkt wirklich, sie müsste hier alle 10 Minuten anrufen. Aber da kann ich mir doch vertrauen. Und vor allem, wenn die wüsste, was ich für sie vorbereitet habe. Also, ich habe jetzt 2 Bewerberinnen für das Café eingeladen. Und wenn das gut klappt, dann können die eigentlich im Café dann immer so ein bisschen den Laden schmeißen. Und wir können uns so langsam zurückziehen und dann das als Übergang nehmen, bis die Kinder im Café übernehmen. Und dann können wir auch mehr zusammen im Urlaub machen. Also, das würde Sabine auf jeden Fall gefallen. Aber jetzt erstmal müssen wir gucken, wie das Bewerbungsgespräch läuft. Und ich sehe gerade, die erste Bewerberin sollte auch schon gleich hier auftauchen. Oh, da ist sie ja schon. Oh, das ging aber schnell. Hallo? Oh, hallo. Hallöchen. Bin ich hier richtig für das Bewerbungsgespräch? Ja, perfekt. Sie sind die Miriam, richtig? Genau, Miriam okay, bin ich. Na, dann kommen Sie mal gerne rein. Dankeschön. Wir sind hier bei uns zu Hause, weil ich dachte mir, für ein Bewerbungsgespräch ist das vielleicht etwas angenehmer als im Café, weil da ist immer so viel los. Ja, aber das klingt ja gut, dass da immer viel los ist. Das freut mich. Natürlich, aber das Café, das werden Sie dann natürlich auch noch kennenlernen. Das werden wir uns dann nochmal anschauen, wenn das Bewerbungsgespräch jetzt erfolgreich verläuft. Gut. Und ich darf Sie einmal hier entlang bitten. Dankeschön. Okay, liebe Miriam, erzähl doch mal was von dir. Hast du schon erste Erfahrungen in einem Café oder im Gastronomiebereich gehabt? Ja, ich habe eine Ausbildung in der Gastro gemacht. Alter, das ist ja schon mal hervorragend. Fachfrau, ich habe auch schon ein Restaurant geleitet, aber ich bin jetzt umgezogen und suche mir jetzt hier gerade was Neues. Okay, ja, das ist doch schon mal hervorragend. Also, das ist ja schon mal die wichtigste Voraussetzung. Und was macht Ihnen denn am meisten Spaß im Café oder generell, wenn Sie Leute bedienen? Ich mag gerne den Kontakt mit Menschen, aber ich mag auch gerne die Zubereitung von Lebensmitteln. Ich habe gehört, Sie haben Bubble Tea. Ist das noch aktuell bei Ihnen? Ich habe immer Bubble Teas gesagt, aber Bubble Tea heißt das auch nein, immer. Nein, das heißt Bubble Tea. Ich bin ein großer Fan. Okay, na das ein ist... Ein ganz, ganz großer Fan. Das trifft sich natürlich hervorragend, weil die haben wir immer noch im Angebot. Die sind ja immer noch ganz modern. Entschuldigen Sie, ich muss einmal ganz kurz... Überhaupt kein Problem, telefonieren Sie gerne. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung, das ist nichts Wichtiges. Okay, ja, Bubble Tea. Haben Sie auch Bubble Waffeln? Bubble Waffeln haben Sie nicht. Können Sie die denn zubereiten? Die kann ich zubereiten. Das ist auch ein ganz, ganz großes Trendthema. Das ist doch hervorragend. Also, ich will ja jetzt nicht zu viel verraten, aber... Das klingt alles schon sehr, sehr gut. Also von mir, wenn es nach mir geht, sind Sie schon quasi eingestellt. Aber das freut mich sehr. Das höre ich natürlich sehr gerne. Ich will da ehrlich sein. Wir haben noch eine andere Bewerberin, die würde ich mir natürlich auch anhören. Selbstverständlich, das ist absolut richtig. Dann würde ich mich nochmal melden. Also dann würde ich... Ja, wollen Sie vielleicht doch einmal ran? Ja, ich werde schon wieder angerufen. Das ist überhaupt kein Problem, was passiert. Sabine, was ist denn jetzt schon wieder? Ich dachte, ihr seid noch im Urlaub. Ja, das Café, das läuft immer noch. Da brauchst du dir wirklich keine Sorgen machen. Also das ist doch jetzt nicht innerhalb von einer halben Stunde auf einmal pleite gegangen. Das ist doch wohl klar, Sabine. Ja, nein, wir kommen da auch gut aus. Ich meine, jetzt gerade ist sowieso noch nicht so viel los und ich habe das ja auch schon oft genug alleine geschmissen. Also das ist wirklich gar kein Thema. Ja, okay. Ich hätte gleich noch Fragen. Nein, Sabine, das war niemand anderes im Hintergrund. Ich bin gerade im Gespräch. Nein, du brauchst dir keine Sorgen machen. Nein, ich bin gerade nur im Gespräch, weißt du was? Wir telefonieren nachher nochmal, okay? Okay, ja, tschüss. Ja, genau, ich hätte also Fragen. Ich habe ja gerade, war Ihre Frau wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Schön. Schönes Familienunternehmen wahrscheinlich. Ja, genau. Und ich habe da eine Überraschung. Ich habe da eine Überraschung für Sie geplant, nämlich, dass wir Sie etwas entlassen, indem wir dann noch mehr Leute beschäftigen im Café. Ja. Und, wie groß ist das Team denn momentan? Also im Moment ist es ein relativ kleines Team. Das sind Sabine und ich. Unsere beiden Kinder, die sollten da auch ab und zu helfen. Schön. Auch wenn die das relativ selten eigentlich wollen, ehrlicherweise. Und die dann wären das dann noch. Ja, sehr schön. Wie wäre das dann mit den Arbeitszeiten? Also die Arbeitszeiten, das können Sie sich natürlich denken, im Café ist es mal abends auch und mal sonntags. Aber in der Regel versuchen wir natürlich da immer alles sehr gleichmäßig zu machen, dass sie auch oft genug frei haben. Das klingt sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, war das ein sehr, sehr gutes Gespräch. Ich danke Ihnen. Sie melden sich? Ich melde mich bei Ihnen. Okay, vielen Dank. Na,
das lief doch wirklich mal schon hervorragend. Also die hat wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Und das kann ich auch mal direkt Sabine... Ach nee, das sollte ja eine Überraschung werden, dass ich... Nee, ich warte noch mit der Überraschung, weil die ist jetzt noch nicht... die hat ja noch nicht zugesagt und die ist jetzt noch nicht eingestellt. Ich glaube, ich sag ihr das erst, wenn alles in trockenen Tüchern ist, weil sonst wäre das ja auch keine Überraschung. Ich möchte sie ja überraschen. Und ich schaue jetzt mal eben ganz kurz, was sie geschrieben hat. Wer war das da gerade im Hintergrund? War das eine Frauenstimme? Okay, was soll ich denn jetzt sagen? Ich meine, natürlich, ich habe ein Bewerbungsgespräch geführt. Was denkt die denn jetzt? Nein, alles in Ordnung. Ich habe nur eine Überraschung geplant. Egal. Sie soll jetzt erstmal den Urlaub genießen. Und jetzt gleich kommt ja schon die nächste Bewerberin. Mal schauen, wie die dann, welchen Eindruck die macht. Ja? Ach, guten Tag. Sie sind die Tonja, richtig? Ja, ich bin die Tonja. Ist es hier Bewerbungsgespräch? Genau. Also nicht wundern, hier ist jetzt unser Zuhause, wir führen die Bewerbungsgespräche hier zu Hause, weil das ist einfach ein bisschen schöner, weil im Café, da ist so viel los. Ja. Aber das Café, das gucken wir uns natürlich auch noch an. Sie müssen ja auch wissen, wo Sie arbeiten würden, wenn Sie sich das vorstellen können. Stimmt. Aber, und wie heißen Sie noch? Ich bin der Nils, Entschuldigung. Ich habe mich ja gar nicht vorgestellt. Okay, ich bin der Nils. Genau. Okay. Dann würde ich Sie gerne mal zum Tisch bitten und dann führen wir einmal das Bewerbungsgespräch. Gerne. Okay, Tonja, also wir können uns ja eigentlich duzen, oder? Weil in unserem Café, da pflegen wir einen sehr direkten Umgang miteinander. Mhm. Also das Team, das kennt sich da auch. Also das ist ehrlicherweise, das Team ist ehrlicherweise meine Ehefrau und ich vor allem und unsere Kinder. Ach so, Sie haben eine Ehefrau, okay, alles klar. Also du, wir duzen, genau, du Daniels, du hast eine Ehefrau. Mhm. Genau, und da suchen wir jetzt noch eine weitere Person, die uns da unter die Arme greift und da dann aushelfen würde. Wie soll das denn aber wirklich aussehen? Also womit soll ich aushelfen genau? Also ist es mehr so Kellnern oder wie ist das irgendwie? Ja, genau. Also im Café wäre das dann vor allem das Kellnern, aber natürlich auch ab und zu beispielsweise Kaffee machen oder wir haben jetzt ganz neu auch Bubble Teas. Genau. Können Sie da zufällig welche auch machen? Ja, also ich habe noch nie wirklich welche gemacht, aber ich glaube, ich kann schon mal welche machen, genau. Okay, also, das werden Sie schon hinbekommen. Also wenn ich das hinbekommen habe, dann kriegen Sie das bestimmt auch hin. Ich kriege wirklich alles hin tatsächlich. Also ich bin eigentlich eine sehr gute Mitarbeiterin, also das würde ich auch nochmal so sagen. Ich habe schon ich hatte mehrere Jobs auf jeden Fall. Ich habe auch Kellnern Erfahrung. Ich war auch immer eine Köchin in einem Betrieb dort, aber ja, genau. Also Bubble Tea habe ich noch nie gemacht, weil ich mehr so auf die andere Küche ich kenne mich aus mit der anderen Küche, aber wie gesagt, es ist gerade ein bisschen so ein Step zurück, also so ein Schritt zurück für mich ein bisschen. Es ist auf jeden Fall so, dass ich brauche auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld. Das wäre auch für mich ein bisschen mehr so Teiljob, wenn das in Ordnung ist. Okay, ne? Ja, also darüber können wir uns gerne unterhalten, also auch eine Teilzeitstelle wäre definitiv möglich. Über das Geld würden wir uns dann ganz am Ende unterhalten, aber wenn ich das richtig verstanden habe, Sie haben also schon mal Erfahrung im Gastronomiebetrieb. Genau, das habe ich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, so Bubble Tea habe ich. Das war's. Also was soll ich denn sonst noch machen? Also nur Bubble Tea oder wie ist das? Also wir haben Kuchen, aber der wird meistens schon fertig geliefert. Also den müssen wir dann ehrlicherweise nur auf den Teller packen und der Person geben. Genau. Dann den Kaffee, da müssen die dann ab und zu Milch aufschäumen. Aber das sind alle Sachen, die man lernen kann. Mhm. Die nächste Frage. Was macht dir denn am meisten Spaß im Gastronomiebetrieb? Ist es eher das Zubereiten? Ist es eher der Kontakt mit den Menschen? Oder, ich werde gerade angerufen, aber das kann ich auch ablehnen. Also Menschen sind schon auf jeden Fall sehr wichtig, aber das Wichtigste für mich ist halt Geld tatsächlich. Also ich bin ja eigentlich, also ich möchte auf jeden Fall gut bezahlt werden. Deswegen für mich wäre halt das nicht die letzte Frage, die ich halt stellen würde. Deswegen würde ich auch auf jeden Fall jetzt schon mal wissen, wie viel ich kriegen würde. Okay, also ich will ja jetzt noch nicht so ins Detail gehen, aber wir bezahlen schon, finde ich, ganz gut. Entschuldigung, ich muss jetzt einmal ganz kurz rangehen. Sabine, was ist denn nun schon wieder? Ich habe jetzt wirklich doch schon oft genug gesagt, dass hier alles gut läuft.
Ja, natürlich darfst du zwischendurch mal anrufen und fragen, wie es läuft, aber doch nicht alle 5 Minuten. Und das waren jetzt wirklich alle 5 Minuten. Also, vor allem, ich denke mir doch, also, ihr seid doch gerade am Strand, das ist doch da bestimmt ganz schön. Da kann man doch einfach nur die Füße hochlegen und das Handy einfach mal ausschalten. Entschuldigung, es ist, wie lange dauert das hier noch? Weil ich möchte eigentlich schon nach Hause gehen. Also, ich möchte einfach nur halt wissen, wie viel ich genau bezahlt werde und, Ich antworte gleich, okay? Ich muss einmal ganz kurz, Sabine? Nein, das war niemand. Wer soll das denn gewesen sein? Du musst doch jetzt hier nicht so einen Aufstand machen. Also das war, da musst du dir jetzt wirklich keine Sorgen machen. Ich bin gerade nur im Café und bediene die Leute. Also da musst du doch jetzt hier wirklich nicht denken. Also was? Wir sprechen, wenn du wieder zu Hause bist. Okay. Hallo? Bist du noch da? Sabine? Einfach aufgelegt. Anscheinend hast du ein bisschen Familienprobleme, sehe ich gerade, ne? Alles in Ordnung. Das soll nämlich eine Überraschung sein, dass ich eine neue Person einstelle, die uns dann ja so ein bisschen unter die Arme greift, damit wir auch mehr Zeit beispielsweise für die Familie haben. Ja, genau. Und dafür bin ich genau gut geeignet. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Erfahrung in Gastronomie, deswegen kann ich auf jeden Fall sehr gut starten. Also wie gesagt, vielleicht könntest du mir noch wirklich genau sagen, was ich bekommen würde und dann könnte ich auch schon mal gehen, ne? Ja, okay. Also, Sie kriegen im Café... das habe ich mir jetzt noch gar nicht so genau überlegt. Ich würde sagen, Sie kriegen 12 Euro in der Stunde. Das ist mir leider zu wenig. Ich, ehrlich gesagt, dafür ist es wirklich mir die Arbeit nicht wert. Und ich kenne mich auch nicht aus mit Bubble Teas, also zwar Kuchen und so, ja klar, das weiß ich alles, aber Bubble Teas für 12 Euro die Stunde? Nee, danke schön. Ich gehe dann schon mal, ne? Was soll das denn heißen? Ich dachte, das ist ein guter Lohn. Na gut, okay. Aber zumindest war ja die erste Bewerberin wirklich gut. Und ich muss jetzt erstmal nochmal... Sabine? Hallo? Die antwortet ja nicht mal. Oh oh. weiter. Das war gerade eine Kundin.